Das erste Experiment steht an, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen hier zurück zu Empire of the Undergrounds. Wir spielen also jetzt hier einen Test für unsere Formaricum-Kolonie. Wie stark sie ist, ich ahne, sie ist nicht besonders stark. Wird sie alles überleben, was unser Wissenschaftler für sie geplant hat? Dann schalten wir die nächsten Missionen frei. Wir gucken mal, ob ich es hinbekomme. I think it is time we connected the outworld to the feeder colonies. I want to see how these Eruptors respond under pressure. I will prepare the experiment. Ich bin sehr gespannt. Okay. Startet das jetzt einfach so? Wo ist die verdammte Nahrung, die mir versprochen wurde? Let's begin with a small threat. Connecting the Fusca colony now. I will let 10 through to start with. 10? Ist doch wahnsinnig. 10 Fuskas, ohne Nahrung, schwierig. Aber ich habe ja wenigstens den Last Stand Modus da. Okay, greift an! Besiegt sie! Das sind nur Arbeiterinnen, die können nichts. Nee, das sieht eher so mittelgeil aus, gerade eben hier. Das sieht mittelgeil aus, aber es müsste eigentlich gleich meine... Danger. Perhaps I should stop the experiment. Oder ich hätte die Nahrung kriegen sollen, die mir versprochen wurde. Oh. Komm schon jetzt, will ich die... wo ist die Fähigkeit, die mir versprochen wurde? Ich hab das Gefühl, die bekomme ich nicht. The Queen is in danger. Perhaps I should stop the experiment. Ja. What is going on? What happened to the Queen? The ants were weak and confused. We should start again with a healthier colony. Very well. Purge the Formicarium. Ich bin gerade hart verwirrt. Warum wurde diese Fähigkeit nicht getriggert? Die hätte doch eigentlich... Die hätte eigentlich jetzt hier ihre Wache rufen sollen. Um an die Oberfläche zu kommen, musst du Tunnel an die Oberfläche graben und markieren. Ja, das ist etwas, was ich gerade eben... Komm, ich probier's mal. Ich guck mal, was passiert. Vielleicht kann ich da oben... Vielleicht muss ich die Nahrung da oben sammeln? Gucken wir mal, Leute, ne? Gucken wir mal. Also, jetzt kann ich theoretisch in die Oberfläche gehen. Aber ich kann, glaube ich, nicht wirklich an die Oberfläche gehen, oder? Weil mir fehlen dafür jetzt... Ah, doch! Nee. Doch, ich kann ja an die Oberfläche gehen. Da liegt das Zeug rum, um Gottes Willen! Okay, das hätte man mir mal sagen müssen. Ja, gut. Also die Nahrungsmittel sind nun da und wir werden sie jetzt einsammeln. Da liegt der ganze Kram rum, Leute. Da liegt der ganze Kram rum. Ja gut, also jetzt unter diesen Umständen wird das natürlich jetzt nicht mehr ganz so schwer. Und ich habe mich schon gefragt, warum ist die Nahrung nicht da? Ja, ich muss natürlich an die Oberfläche hier, an unser Formaricum natürlich ran. Der streut dann halt einfach die Nahrung da oben drauf. Da, hier, wir haben sogar zweimal jetzt hier die ganze Nahrung. Okay, wir sammeln die jetzt hier mal ganz, ganz kurz mal ein. Das mache ich kurz mal ohne euch. Das ist im Grunde ja eigentlich nur ein Zeitfresser. Wenn es Action gibt oder wir voranschreiten, sage ich Bescheid. So langsam aber sicher habe ich alles eingesammelt. Hier oben liefen auch noch ein paar Asseln rum und ein paar Holzwürmer. Die haben wir aber auch schon erledigt. Und ihr seht, ich habe jetzt schon eine sehr, sehr schöne große Menge an Nahrung, die ich einlagern kann. Und auch eine sehr, sehr große Menge an Ameisen. Also wir haben jetzt eine schöne kleine Kolonie an der Stelle und ich denke, dieses Mal werden wir diese erste Prüfung wahrscheinlich schaffen. Aber erstmal holen wir jetzt hier gerade eben mal hier den ganzen anderen Kram. Ich glaube, hier sind wir sogar schon fertig, hier gibt es nichts mehr. Ne? Wir haben alles eingesammelt. Also gut, dann kommt ihr mal wieder hier runter. Meine Arbeiterinnen gehen dann einfach mal hier hin. Und dann warten wir jetzt hier mal auf die nächste Mission. Es wird ja immer noch eingelagert. Also wir können auf jeden Fall jetzt hier eine Menge schon machen.
Ich kann leider tatsächlich natürlich noch die anderen Ameisen, die wir haben, noch nicht upgraden, weil dafür müssen wir erstmal die Upgrades freischalten. Das kostet natürlich entsprechend Gelee, was wir noch nicht haben. Und ich kann auch noch keine weiteren Gebiete mir jetzt hier unter den Nagel reißen, weil wir nämlich Grenzen haben, wie ihr sehen könnt. Also wir haben eine Maximalpopulation und wir haben auch eine Maximalmenge an Feldern, die ich allerdings alle schon ausgereizt habe. Das heißt also, die nächste Mission muss sowieso jetzt gemacht werden und die machen wir jetzt auch. Wir legen los und versuchen dieses Experiment jetzt noch einmal. Also, let's go. I think it is time we connected the outworld to the feeder colonies. I want to see how these eruptors respond under pressure. I will prepare the experiment. Okay, jetzt kommen sie wohl. Ich bin mal gespannt, sehe ich die auch von oben schon kommen, oder? Let's begin with a small threat. Connecting the Fusca colony now. I will let 10 through to start with. Ja, ich kann tatsächlich mit meinen Soldatenameisen hier oben warten. Das heißt, ich muss sie gar nicht erst reinlassen jetzt hier. Die kommen jetzt also von da hinten. Das heißt also, wir sind jetzt hier ready und wir werden sie attackieren. Da geht's los. Ein paar Verluste sind immer, habe ich so das Gefühl. Kannst du machen, was du willst. So, das schaffen wir. The Eruptors identified the threat and responded very quickly. Excellent. Let's see how they handle a few more, shall we? Introducing 20 Formica-Fusca Ants. Hm. Damit ist es also noch nicht getan. Gut, wir greifen an. Tja, wie es halt Ameisen machen, ne? Viel Strategie ist da nicht dahinter. Zumindest nicht aus menschlichen Maßstäben betrachtet. Ihr seht, wir verlieren ein paar Ameisen, aber ich glaube, so schlimm ist es nicht. Nahrung haben wir genug, um nach... Our raptors have neutralized the threat to their queen. Good. Continue the experiment and let me know the results. Don't add more than 30 ants at once, though. We don't want to harm the queen. Understood. I wonder how they will react to a rival Eruptor colony. Introducing 40 rival Eruptor ants. Die hat doch gerade eben gesagt, nicht mehr als 30. Na gut, aber das ist dieselbe Art wie wir. Da sind wir vielleicht sogar im Vorteil. Obwohl wir zahlenmäßig unterlegen sind. Ja, ich denke, dass wir die abwehren werden. Weil wir produzieren ja nach, sie nicht. Und so viele verlieren wir ehrlich gesagt gerade eben gar nicht. Gut. Excellent. Und jetzt? Kommt noch mehr? Introducing a further 50 rival Eruptor ants. Okay, übertreibt mal nicht. Also gut, wir stürzen uns auf sie. Attacke. Und Mampf. Aber auch da bleiben, glaube ich, unsere Verluste eher gering, habe ich so das Gefühl. Ich finde aber dieses Meta-Gameplay echt interessant. Fascinating. Und weiter? Kommt noch mehr? Now let's try 60 Eruptor Ants. Jetzt. Ihr seid ja drauf, ey. Auch die schaffen wir, glaube ich, bestimmt, ohne größere Probleme. Also, die Wissenschaft dahinter erschließt sich mir momentan noch nicht so hundertprozentig, was sie damit bezwecken. Wirkt für mich gerade eben eher wie so ein Kleinkind, das quasi seine Ameisenarmeen aufeinander hetzt. Aber egal. Ich kann es ja auch irgendwo nachvollziehen. A superb response. Oh, wir haben gewonnen. You're doing admirably, my Eruptors. Perhaps a small reward. Look to the surface. Ja, ja, wir sind an der Oberfläche. Aber das ist noch nicht zu Ende. Also wir haben jetzt eine kleine Belohnung bekommen. Da schicke ich jetzt erstmal die Arbeitergruppe hin. What about a combination of a Raptor and Fusca?
Let's start with 20 of each. Oh, kacke, kacke, kacke. Das ist gemein, das ist gemein, das ist gemein, das ist gemein. Das machen wir jetzt gerade eben erstmal nicht. Okay, ihr greift jetzt erstmal... Nee, ihr müsst jetzt hier bleiben und den Feind jetzt hier oben abwehren. Also ein Angriff von mehreren Seiten ist jetzt uncool. Sind da welche reingekommen? Ich glaube nicht. Ihr könnt noch versuchen, das da oben noch einzusammeln. Also noch halten sich die Verluste von uns in Grenzen. Wir haben zwar schon einiges... Unconventional defense, yet highly effective. Wir haben schon einiges an Nahrung eingebüßt, aber halb so wild. Ich will jetzt mal hier die Gruppen mal tauschen. Ihr geht dahin. It's interesting to see the colony fight on two fronts. Perhaps we should try 30 of each. Nicht so günstig. Holt ihr euch hier. Das gibt jetzt halt echt hart Verluste, ey. Ich sag's euch. Boah, 30 von jeder Sorte? I don't know. Ich glaube, ich sollte jetzt hier meine Verteidigung nach unten verlagern. Jetzt müssen auch die Arbeiterinnen ran. Wir haben keine Wahl. Jetzt kommen auch unsere von hinten. Ausgezeichnet. Das klassische Zangenmanöver. Oh, das ist ein teurer Sieg. Aber ich glaube, wir werden trotzdem gewinnen. Ja. Magnificent. Once again, our Raptors triumph. Ich falle nicht wieder auf die Samen rein. On the surface for my succeeding Raptors. Gather them quickly. Ich falle da nicht wieder drauf rein. Das ist doch wieder eine Falle. Sobald ich da hinkomme, sagt er, und jetzt schicke ich 80 rein. Von 5 Seiten. Nee, ich bleibe jetzt erstmal hier besser. Ich meine, Nahrung habe ich noch auf der hohen Kante. Ich muss jetzt erstmal warten, bis hier meine Arbeiterinnen sich jetzt hier wieder ausgebrütet haben. Traue ich mich, traue ich mich. The colony's ability to withstand such overwhelming assaults is incredible. I wonder... How will they handle a sustained flow of aggressors? Bitte was? Okay, also er schickt jetzt eine dauerhafte Attacke. Wie wär's, wenn ihr... Wisst ihr was? Ich glaube, ich gehe jetzt besser hier rein. Mit meinen Ameisen und verteidige jetzt von hier innen. Weil ich kann gerade überhaupt nicht mehr sagen, wie das jetzt hier laufen wird. Also noch kämpfen wir hier. Hier sind meine ganzen Arbeiterinnen. Ich schicke mal die Arbeiterinnen vorsichtshalber auch schon mal an die Front. Let's make things a little more interesting, shall we? Enter the Devil's Coach Horse. Ernsthaft? Der Typ hat doch einen Vogel. ja, also jetzt wird es langsam aber sicher echt viel. Aber ich glaube, wir schaffen es trotzdem, oder? Also solange wir Nahrung haben und Arbeiterinnen, die sich um all das hier kümmern, klappt das schon. Aber die Verluste sind frappierend. Oops. I seem to have dropped my beetles. I hope they don't harm the little ants. Ja, das ist ein erwachsener schwarzer Motorkäfer. Also die Zahl unserer Krieger sind auf jeden Fall gesunken. Ja, wir sind runter auf 12. Ganz im Ernst, ich weiß nicht. Also nahrungsmitteltechnisch klappt es schon, aber... Ich weiß bloß immer noch nicht, wie ich diese Fähigkeit triggern soll. Die sie da angeblich haben soll, ne? Aber... Perhaps that's enough for now. Ja, ich fänd's gut. Ich fänd's gut, wenn du jetzt mal aufhören würdest, uns jetzt hier...
zu swarmen. Ich sammle mal jetzt alle hier, ne, damit sie wieder Kraft haben, sich jetzt hier auf die nächste Angriffswelle vorzubereiten. Eieieiei. Was ist das hier? Ah, nee, ist immer noch der Pheromon. Kram hier. Hilfe? The Queen is in danger. Perhaps I should stop the experiment. Ja, vielleicht hättest du es mal nicht so übertreiben sollen, du Vogel. Ah, jetzt sind die Krieger gekommen. Sehr gut. Endlich. Die Frage ist bloß, ob das reicht. Oh, jetzt. Oh, das war jetzt hier der Notfall-Alert, den wir gerade eben noch ausgelöst haben. Perhaps I should stop the experiment. Okay. Es hat geklappt. The colony been responding? They mounted an excellent defense against 20, 25 and even 30 Fusca ants, as you suggested. Perfect. Perhaps we can provide more of a challenge for them next time. Fantastic suggestion. Ihr spinnt doch. Okay, wir haben es geschafft. Zusätzliche Nahrung, mehr Gelee. Ich bleib dabei, dass das Gelee vielleicht das Sinnvollste für uns erstmal bleibt. Okay. Gut. Jetzt können wir wieder ein bisschen mehr expandieren. Und das machen wir jetzt noch gemeinsam, dass uns Let's see how the colony grows over the next few days. Now that they have experienced battle, I expect to see a significant rise in the number of soldiers. Wir könnten jetzt hier die Waldameise noch mit reinnehmen. Ihr seht, die haben Fernkampffähigkeiten hier. Die Formicarufa kann Feinde aus der Distanz mit Säure besprühen, aber das ist noch zu teuer. Oder aber wir gehen her und erlauben das Upgrade auf Level 2. Ey, ganz im Ernst, ich glaube, ich erlaube jetzt hier Upgrades. Was können die sonst noch machen? Gefährlicher oder Fleischmauer? Angriffsgeschwindigkeit erhöhen oder reduziert erlittenen physischen Schaden um 50%. Boah, beides ist interessant, aber ich glaube, ich gehe auf gefährlich. So, ich habe jetzt also dieses hier mal gefährlicher gemacht. Jetzt haben wir immer noch 60. Aggressive Brut oder effiziente Brut? Angriffsschaden verdreifacht, wodurch Arbeiterinnen zu annehmbaren Kämpferinnen werden oder... Arbeiterinnen werden auf Kinderstuben nicht mehr verlangsamt. Zusätzlich werden die Bewegungsgeschwindigkeit um 40 von Kreaturen geerntet. Was? Also sie werden schneller. Ich mache sie effizienter. Arbeitsteilung ist hier in dieser Situation, glaube ich, besser. Und was ist das hier noch? Das kostet 30, das kostet 70. Das können wir uns also alles nicht mehr leisten. Jetzt heißt es aber, Leute, dass wir uns jetzt hier oben die Nahrung erstmal gönnen. Also erstmal sage ich jetzt mal, ihr sammelt diese Nahrung ein. Und ihr sammelt da diesen großen Haufen Nahrung ein. Und dann wäre ich jetzt ein Fan von der Idee, unsere Soldatenameisen so schnell wie möglich zu verbessern. So, da ging jetzt hier eine Menge Nahrung flöten, aber das macht nichts. Denn hier kommt gleich wieder eine ganze Menge mehr nach. Dann können wir uns also jetzt hier quasi schon mal geistig ein bisschen darauf vorbereiten, wie wir beim nächsten Mal damit umgehen wollen. Also ich habe schon gemerkt, na, Qualität wäre auch durchaus sinnvoll. So, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ich finde es lustig, dass es ein Spiel im Spiel dadurch wird. So, wie weit habt ihr das jetzt hier schon? Hier habt ihr das meiste jetzt schon eingesammelt. Hier liegt auch nochmal ein Käferchen rum. Also die Larve. Die Moderkäferlarve. Dann gehst du noch hier hin. Und wenn ihr den gesammelt habt hier, dann könnt ihr dann auch noch den anderen Kram jetzt hier noch mit unterstützen. Sehr gut. Ich will jetzt auch mal gucken, dass die jetzt hier... Achso, die kann ich ja gar nicht verbessern. Aber sie müssten auch so schon schneller sein von dem her, was wir gemacht haben. Zip, 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 zip.
zip, 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 zip. Was ist denn das? Achso, ich habe da einen Grabebefehl gegeben, den wollte ich nie geben. Wunderbar, wunderbar. Dann sind die, die wir jetzt haben, halt auch wirklich schon jetzt elitär. Und das ist das, was ich sehen will. Okay, ich habe also nochmal 42 weitere Felder. Die Frage ist, will ich mehr Soldaten? Ich will eigentlich nochmal eine zweite Soldatengruppe haben. Ne? Ich ahne, dass sie in Zukunft uns aus viel mehr Richtungen drangsalieren werden. Aus diesem Grund werde ich jetzt mal von hier, ja, von hier aus nochmal ein weiteres Feld erschaffen. Also eine weitere Soldatengruppe. Weil ich denke, Arbeiter haben wir schon genug. Wobei ein paar mehr Arbeiter werden sicherlich nicht wehtun. Wir machen es auf jeden Fall hier direkt schon mal ein bisschen größer. Zap, 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 zap. Dann haben wir zwei Gruppen von denen. Und später werden wir noch mehr bekommen. So, genau. Ihr seid jetzt hier dann diese Gruppe. Ihr kommt dann in die 3. Jetzt haben wir schon wieder 185. Wir machen direkt hier weiter. Kann ich eigentlich diese Dinger wieder abreißen, frage ich mich gerade eben. Ja, kann ich. Okay, das ist gut zu wissen. Also, falls ich später den Platz brauche, ne, das ist der Gedanke dahinter. Und so langsam aber sicher geht die Nahrung hier flöten. Aber jetzt muss ich so langsam aber sicher, wenn ich die hier gemacht habe, glaube ich, auch den Rest voll sparen. Ja, wobei, so schlimm ist es gar nicht, weil ich glaube, die nächste Mission wird nicht auf dieser Ebene hier stattfinden. Also nicht in unserem Formaricum. So, okay, wunderbar. Damit haben wir jetzt auch wieder eine schöne große Gruppe. Die zweite wird sogar größer sein als die erste. Nee, Quatsch, die werden, glaube ich, auch 27 sein. Ich bin gespannt. Oder sind, ja, nee, sie werden 28 sein. Also sie werden sogar größer sein als meine erste Kampfgruppe. Also sammelt mal den Rest voll ein hier. Ich finde es so lustig, wie das hier aussieht, wie hier so rumkrabbeln. Ne? Ich kann noch 14 Felder machen. Will ich noch mehr Nahrung einlagern können? Also wenn, dann nur ein bisschen. So, das jetzt hier vielleicht noch, ne? Ansonsten nicht mehr so übertrieben viel. Diese Nahrungsfelder jetzt halt hier noch schaffen. Die sind ja auch zum Glück relativ billig. Und dann können wir die jetzt hier direkt verbessern. Ihr seht auch, warum ich das gerne mache, weil dann kann ich die hier später auch noch verbessern. Flup, 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 flup. Und damit kann ich jetzt schon 3710 Nahrung einsammeln. Das ist angenehm. Ja, wie gesagt, die kann ich immer noch nicht verbessern. Die will ich momentan noch nicht verbessern, weil es einfach so teuer ist. Dann würde ich aber mal sagen, ist der Zeitpunkt gekommen, dass wir jetzt hier einen kleinen Break machen. Mit unseren aktuellen Gelee-Punkten, wie gesagt, ist nicht viel drin. Wir können schon mal gucken, was wir hier später noch machen können. 70 Gelee gibt Selbsterhaltung für unsere Soldatenameisen. Selbsterhaltung zieht sich 0,5 Sekunden lang zurück, sobald ihre Gesundheit unter 40% fällt. Das heißt also, die Schwarzameisen sind also sehr, sehr überlebensfähig. Währenddessen jetzt hier unsere Gendieb-Arbeiterinnen, was können die noch bekommen? Flink, Angriffe gegen Arbeiterinnen, die sich im Kampf befinden, verursachen mit einer Wahrscheinlichkeit von 60% keinerlei Schaden. Gegner müssen sich näher bei Arbeiterinnen befinden, um sie zu sehen, sobald diese Kreaturen Schaden erleiden, tritt sie in den Kampf ein. Das heißt also, sie laufen erstmal rum, es sei denn, sie werden angegriffen. Dann kämpfen sie auch. Defensive kann durch einen einzelnen Angriff nicht mehr als 20 Schaden erleiden. Erlittener Schaden wird insgesamt um 20% reduziert. Das ist auch sehr krass. Okay, nice, nice, nice. Also Leute, diese Folge war kürzer, aber dafür finde ich beinahe intensiver. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit, wenn wir dann hier Mission Die Flut angehen. Tschüss und Ade.